Nasgnet ist ein Pokémon mit dem Typ Gestein, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Voluminas. Nasgnet ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und statuenähnliches Pokémon, das grau-blau, schwarz und rot erscheint. Der größte Teil des Körpers ist blau-grau gefärbt. Einzig die rote Nase und der schwarze Bereich um die Augen heben sich davon ab. Der Körper setzt sich quasi nur aus dem Kopf und den daran liegenden Gliedmaßen zusammen, wobei zu sagen ist, dass das Gesicht menschliche Züge aufweist. Das Haupt hat eine grobe, abgerundete Kegelform. An den Seiten sind die kleinen, runden Ohren zu sehen, die lediglich aus Öffnungen bestehen. Das Gesicht wird von der großen, magnetischen Nase dominiert und die Augen sind stets geschlossen. Etwas weiter darunter befinden sich die kurzen, länglich gebauten Arme und das Pokémon steht auf zwei runden und relativ breiten Füßen. In der Shiny Form ist Nasgnet statt blau-grau gold gefärbt. Nasgnet ist ein langsames Pokémon, zeichnet sich jedoch durch seine besonders hohe Defensive aus. Seine Gegner greift es hauptsächlich mit physischen Attacken des Typs Gestein wie Steinkante oder Felswurf oder Spezialattacken des Typs Elektro wie Blitzkanone oder des Typs Boden wie Erdkräfte an. Nasgnet besitzt eine magnetische Nase. Dies zeigt sich durch die Fähigkeit Magnetfalle, welche Stahl-Pokémon anzieht und diese anschließend daran hindert zu fliegen. Andere Nasgnet besitzen die Fähigkeit Robustheit, welche sie vor K.O.-Treffern schützt. Wenige Exemplare besitzen dann die versteckte Fähigkeit Sandgewalt. Diese schützt das Pokémon vor Schaden durch Sandstürme und verstärkt einige seiner Attacken. Nasgnet ist ein scheinbar bewegungsloses Pokémon. Seine magnetische Nase ist immer nach Norden ausgerichtet, sodass sich Reisende stets auf Nasgnet als Wegweiser verlassen können. Diese Eigenschaft hat ebenfalls den Effekt, dass sich zwei Nasgnet niemals gegenseitig zuwenden können, da sich ihre Nasen abstoßen. Im Winter ist die magnetische Kraft noch stärker. Bei Gefahr bohrt sich das Pokémon in den Boden oder schützt sich, indem es mit seinem Magnetfeld Gegenstände aus Eisen anzieht. Mit derselben Methode lockt es Beute zu sich heran. Pro Jahr bewegt sich Nasgnet nur etwa einen Zentimeter. Dabei ist Nasgnet ein Basis-Pokémon und die Vollentwicklung, die Vorentwicklung von Voluminas. In den Spielen wird die Entwicklung durch einen ortsgebundenen Levelaufstieg ausgelöst. Das bedeutet, Nasgnet entwickelt sich nur in der Hoenn-Region in Neu-Malvenfroh, ausschließlich in der 6. Generation, in Sinnoh auf bzw. im Kraterberg. In Einal in der Elektrolythöhle, in Kaulas auf der Route 13 und in der Alola-Region, im Canyon von Pony oder am Glühberg in Ultrasonne Ultramond weiter. In Kanto und Johto ist bisher kein Ort bekannt, an dem sich Nasgnet weiterentwickeln kann. Wie es bezüglich jetzt der neuesten Generationen aussieht, also sowohl Galar, das jetzt auch schon ein bisschen länger zurückliegt, aber Galar und jetzt Paldea weiß ich nicht, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst, dass wir das hier so als Ergänzung in den Kommentaren haben. Ja, und was die Typschwächen betrifft, dort nimmt Nasgnet halben Schaden gegen Normal, Feuer, Gift und Flugattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Kampf, Boden und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden.